Und wir haben ja, das, was uns mehr lähmt, ist ja die Angst vor dem Scheitern als das Scheitern selbst. Du hast bei dir auf der Homepage stehen, was würdest du tun, wenn du keine Angst vor dem Scheitern hättest? Eine Frage, die dich ja anzieht. Warum? Weil ich glaube, dass gerade Unternehmer, also Leute, die etwas unternehmen wollen, ja immer vor der Aufgabe stehen, sich zu fragen, ja, und was passiert, wenn ich scheitere? Was passiert, wenn mein Unternehmen scheitert? Was passiert, wenn die Kunden abspringen? Was passiert, wenn die Umsätze zurückgehen? So, und die Frage ist ja, wie sehr hemmt uns diese Sorge? Also wir haben ja dieses Thema, dass wir viel tun könnten, wenn ich das Ja-Aber wäre. So auf meinen Vorträgen stelle ich immer wieder die Teilnehmern die Frage, wie geht dein Leben in richtig, wie geht deine Firma in richtig, wie geht deine Familie in richtig, wie geht deine Beziehung in richtig? Und das Irre ist, wir alle wissen es. Wir alle wissen, wie es richtig sein sollte. Wenn es nicht zwischen dem, wo wir sind und dem, wo wir eigentlich sein müssten, so eine Lücke gibt und die ist eigentlich nur gefüllt mit Angst. So, das ist eigentlich alles. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Potenzialentfaltung in Unternehmen sprechen, und ich bin ja selber auch in der Vollversammlung der IHK, ich kenne hier einen Haufen Unternehmer, alles kleine Mittelständler, und im Grunde genommen sagen alle, ja, da geht noch was, da ist Luft nach oben. Und wenn du mit Leuten sprichst im privaten Bereich, sagen die, ja, meine Beziehung ist ganz okay, aber hat Luft nach oben. Meine Familie hat Luft nach oben. So, und wenn man dann fragt, ja, was denn dann? Ja, aber weißt du, was passiert, wenn es schief geht? Ja. Du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Fangen die an aufzuhören, das Mindset für Manager und Macher. Die Kundenrezensionen sind ja ganz gut. Ich habe mal ein bisschen rumgestöbert. Worum genau geht es in dem Buch? Eigentlich ist es ein Buch vom Scheitern. Ich glaube, die Idee von dem Buch war, auch zusammen mit dem Campus Verlag, mal ein Buch zu schreiben aus der Praxis von jemandem, der nicht Berater ist. Ich bin ja kein Berater, also ich bin ja kein Coach oder ich komme ja nicht in ein Unternehmen und mache Unternehmensberatung, sondern ein Buch zu schreiben von dem, wie es sich anfühlt, wenn man mit eigenem Geld scheitert, wenn man mit eigenem Leben und mit eigener Leidenschaft scheitert. So, und ich glaube, dieses Buch, und das ist auch angekommen bei den Menschen, soll so ein Stück weit die Tür öffnen und Mut machen. Und deswegen habe ich auch bestimmte Interviewpartner mit reingeholt, wie den Bodo Jansen, um einfach mal klar zu sagen, du kannst so erfolgreich sein, wie du willst, aber diese Angst vor dem Scheitern wird nicht verschwinden. Und ja, am Ende sehen wir ein Endprodukt. Wir sehen einen erfolgreichen Menschen, zum Beispiel der Pascal Fey ist dort als wirklich sehr erfolgreicher Online-Unternehmer, guter Freund von mir, ist da drin. Alle sehen alle immer seinen Porsche. Dass der Typ aber 6 Jahre lang bei seiner Mama glücklicherweise was zu essen gekriegt hat und 6 sehr, sehr harte Jahre durchlitten hat, wo er nicht wusste, wie er die Miete zahlen soll, das ignorieren wir immer gerne. So, wir hätten gerne den Porsche, aber den Weg dahin hätten wir jetzt nicht so gerne. Und dieses Buch habe ich eigentlich geschrieben, voller Leidenschaft dafür, den Menschen wieder die Realität zu geben. Und diese Realität besteht eben auch aus Tälern. Und die gehören definitiv dazu und die sind sogar sehr wichtig. Na, würdest du sagen, dass heutzutage viele aufgeben? Ich würde eher sagen, wir sind eine Gesellschaft geworden, in der das Scheitern nicht mehr offen kommuniziert wird. Also wer sich auf den sozialen Medien tummelt, auf Instagram und Co., hat ja das Gefühl, alle Männer haben Sixpack. Hat das Gefühl, alle sind mega erfolgreich. Also sie haben nur irgendwie 3 Mausklicks gemacht und verdienen Millionen. Und überall gibt es Kurse, Online-Seminare, der direkte Weg, 7 Schritte zum Erfolg und so. Und wir gaukeln uns eine Welt vor, die nicht wahr ist. Diese Welt ist tiefer und sie ist eine Achterbahnfahrt und sie ist unplanbar. Und es gibt keinen Weg zum Erfolg, keinen sicheren. So, und ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen damit tun, das Scheitern aus unserem Leben zu verbannen, weil wir es nicht mehr ertragen können. Das ist eher das Problem. Also wir gaukeln uns vor, dass alles irgendwie, Firmen gehen Konkurs. So, und ich glaube, das ist gut so, weil ich sage immer sowas, ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, sowas wie Karstadt. Ganz ehrlich,
Karstadt ist überflüssig wie ein Kropf. Und das meine ich jetzt nicht böse. Das war mal ein tolles Unternehmen und hatte zu einer Zeit über 100 Jahre, war das ein tolles Unternehmen auch. Aber ganz ehrlich, so ein Gemischtwarenladen auf großer Fläche in Innenstadtlage ist kein gutes Geschäftsmodell. Also lasst es sterben. So. Und ich glaube, diesen Mut dazu zu erkennen, wir erlauben uns wieder das Leben zu sehen. Das ist unheimlich wichtig. Na du hast ja gesagt, dass du selber auch IHK-Vollversammlungsmitglied bist. Aus welchem Ort kommst du? Wo bist du dann in der IHK? Das IHK Stade. Also ich bin in der IHK Stade und bin dort Mitglied der Vollversammlung seit vielen, vielen Wahlperioden, bin Vorsitzender des Regionalausschusses und Industrieausschusses und so. War früher schon im Vorstand der Wirtschaftsjunioren, all diese ganzen Geschichten und das ist so mein Ding. Aber aus welcher Überzeugung machst du das? Welches Ziel verfolgst du damit? Also ich habe einen Haufen ehrenamtliche Jobs, also nicht nur die bei der IHK, die immer was mit Unternehmern zu tun haben. Weil ich glaube, es ist unsere Aufgabe, gerade als Unternehmer sichtbarer zu werden und anderen Unternehmern Mut zu machen, nach vorne zu gehen. Dieses Land braucht mehr Unternehmer. Stichworte Werte, Kultur, Personalentwicklung 4.0. Was planst du aktuell? Ich weiß, du hast da was Großes vor hier. Also, wir haben ja in Cottbus bei euch da vor Ort die Veranstaltung, die der Enrico organisiert, das Gedankenfeuer. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es gibt zumindest eine Premiere. Normalerweise halte ich eigentlich immer nur Vorträge. Aber Enrico hat mich breitgeschlagen, da auch einen Workshop mit anzubieten. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Ist für mich auch eine Premiere. Also ich habe noch nie irgendwie, also ich habe schon mal Workshops so intern gegeben, aber dann, also vor vielen, vielen Jahrzehnten mal extern, aber eigentlich nicht sonst nicht mehr. Und ich freue mich natürlich auf eines. Ich glaube, und ich war ja schon mal bei ihm vor Ort auch, dass dort eine relativ vergleichbare Unternehmerstruktur gibt, wie auch bei uns. Das sind Mittelständler, das sind Familienunternehmen, das sind Leute, die sich hochgradig engagieren für ihr Unternehmen, für ihre Vision. Mhm. Und meine Idee ist natürlich, denen dort bei dieser Veranstaltung, auch in dem Workshop, ein bisschen Mut zu machen und ein paar Ideen und Anregungen zu geben, was mache ich denn, wenn es schief geht? Weil meine These ist ja, entscheidend für die Führung und die Kultur eines Unternehmens, auch gerade im Personalbereich, ist nicht, wie oft du im Kletterpark warst. Ist nicht, wie viel Weihnachtsgeschenke du zu verteilst. Ist nicht, wie viel, ich sag jetzt mal, Feste du gefeiert hast. Sondern das Entscheidende für die Unternehmenskultur ist eine einzige Frage. Was passiert, wenn es schief geht? Wie ist die Reaktion vom Chef, wenn es schief geht? Wie geht er mit dir um? Wie geht er mit dem Fehler um? So, und das ist so der Kern meiner Uridee ist immer, Kultur entscheidet sich in der Krise und nicht, wenn es dir gut geht. Und ich glaube, das ist so eine Urerfahrung von uns Menschen. Wenn wir als Kinder uns zurückerinnern, hatten wir eine Frage. Und es war nicht entscheidend, wie oft die Eltern in den nächsten Freizeitpark gefahren sind oder wie viel Weihnachtsgeschenke ich gekriegt habe oder wo wir in Urlaub hingefahren sind. Die entscheidende Frage war, was passiert, wenn ich sitzen bleibe? Was passiert, wenn ich eine 6 bekomme? Was passiert, wenn ich eine Krise habe in meinem Leben? So, was passiert dann? Wie reagieren meine Eltern? Wie gehen sie damit um? Wie können sie damit umgehen? So, und ich glaube einfach, das ist essentiell auch für Unternehmen zu erkennen. Ich weiß, dass Unternehmer, wenn es gut läuft, unheimlich gerne so Motivationsveranstaltungen machen. Also so irgendwie Kletterparks, ne, sich gegenseitig abseilen und diese ganzen Geschichten. Das sind so Teambildungsmaßnahmen meistens. Genau. Und ganz ehrlich, ich habe das so oft erlebt in Unternehmen, dass sie über Jahre so einen Kram gemacht haben. Ist ja auch irgendwie ganz nett und ist ja auch lustig. Und tolle Weihnachtsfeste hatten. Und dann ging es aber einmal in eine Krise und dann wurde alles zerstört, was da angeblich aufgebaut wurde. Also ich glaube nicht an diese Teambuilding-Geschichte, dass man sagt, wenn man das ganz lange macht, in dem Moment, wo ich als Unternehmensleitung in einer Krise versage,
kann ich mir den ganzen Scheiß sparen. Punkt. Weil wir Menschen sind so. Na, welche Vision verfolgst du mit all den Projekten, die du ins Leben rufst oder wo du nach drin steckst? Enrico hat mir ein bisschen was erzählt. Ist eine gute Frage. Ich glaube, die Frage wird mir häufiger von Journalisten auch gestellt, die dann immer sagen, warum machst du, was du machst? Das ist ja so eine zentrale Frage. Also ich glaube, solange ich mich zurückerinnern kann in meinem Leben, als ich 13 war, 12 war und noch davor, habe ich mich umgeschaut und habe festgestellt, was tun wir hier eigentlich? Also was machen Menschen hier? Wieso gehen Menschen so komisch miteinander um? Warum funktionieren unsere Firmen nicht besser? Warum funktioniert diese Welt nicht besser? Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die mich sehr persönlich bewegt. Also keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren, der Hermann Scherer sagt immer, du bist so ein echter Coaching-Junkie. Also ich habe, glaube ich, wahrscheinlich mehr Seminare besucht als irgendjemand sonst, den ich kenne. Immer getrieben von dieser Frage, weil ich immer dachte, verdammte Axt, es muss doch irgendwo Antworten geben, wie das Ganze besser läuft. So, und das ist einfach der Punkt, wo man sehen muss, wie kriegen wir das Ganze besser auf die Naht in den Firmen? Wie können wir besser miteinander umgehen? Wie lernen wir als Menschen in unserer Unterschiedlichkeit, ich will ja nicht alle Leute gleich haben, im Gegenteil, ich will, dass wir akzeptieren, wie unterschiedlich wir sind und trotzdem was auf die Naht bekommen. Es ist eine völlige Illusion, auch nur 3 oder 4 Leute in einer Firma zusammenzuholen, wie das ja bei den meisten Mittelständlern da bei euch auch vor Ort ist. Die haben dann so 5 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter wird seine eigenen Dinge mit ins Unternehmen bringen. Und ja, wie ist es trotzdem möglich, daraus einen Geist zu entwickeln, jenseits von irgendwelchen Imagebroschüren oder Kletterparkveranstaltungen und Lagerfeuern, dass Menschen Spaß daran haben, sich zu entwickeln, zu wachsen, eine Firma zu entwickeln, auch gemeinsam durch eine Krise zu gehen. Okay. Wie gehst du damit um, wenn du selbst in der Krise steckst? Was hast du für dich so als Pol gefunden, wie du aus dieser Krise rauskommst? Weil ich meine, das ist eine extrem psychische Belastung. Ja, ist es. Ich habe versucht, in meinem Buch ja in den 7 Kapiteln Antworten dafür zu geben, die meine, ich sage es mal ganz ehrlich, meine persönlichen Antworten sind. Die sind jetzt nicht sehr wissenschaftlich. Das sind einfach nur Erfahrungen. Und ich habe, also der erste Schritt ist, glaube ich, immer erstmal nichts zu tun. Weil was passiert ist, wenn wir eine kleine Krise haben, ich sage mal, ein Kunde schreibt eine blöde E-Mail oder irgend sowas. Oder wir haben eine große Krise, die Bank sagt, wir verlängern den Kredit nicht. Im ersten Augenblick haben wir den Impuls, wir müssen sofort reagieren. Wir beantworten sofort diese E-Mail, keine Ahnung. So. Und ich glaube, die erste Grundregel, die ich immer habe, also meine Mutter hat immer gesagt, schlaf mal eine Nacht drüber. Und das klingt so einfach, aber ich glaube, dass der Rückzug, die Reflexion der erste Schritt ist. Weil wir alle wissen, wenn die Emotionen erstmal mit Adrenalin durch unsere Adern pumpen, ist das Denken nicht gerade gut. So. Und wir machen dann Dinge, die dazu führen, dass die Krise schlimmer wird oder länger dauert. Das heißt, erstens Rückzug, Reflexion, gucken, was läuft, was tickt da wirklich. Schritt 2 ist für mich immer bedingungslose Wahrheit. Also wirklich das Ding auf den Tisch zu legen und zu sagen, oh, das ist jetzt echt scheiße, weil das und das und das ist jetzt. Weil wir neigen ja immer zu diesen entweder Dramatisierungen, zu sagen, oh, wie schlimm jetzt alles ist, machen so ein bisschen Drama. Oder wir leugnen den ganzen Kram. So, und ich glaube, diese Reflexion verbunden mit einer Prise Wahrheit, die man den Mitmenschen, den Kollegen, wem auch immer zumuten muss, ist für mich immer der erste Schritt. Wobei, wie gesagt, der Rückzug ist der schwerste für uns, weil alles in uns möchte raus aus dieser Emotion von, ich habe versagt, ich will was tun, man muss was tun. Und meine Erfahrung ist, manchmal ist es einfach ganz gut, in dem Moment einfach den Rechner auszuschalten, eine Runde laufen zu gehen, eine Runde zu meditieren, wer mag, Yoga zu machen, Sport zu machen, spielt überhaupt keine Rolle, irgendwas anderes zu machen, eine Nacht drüber zu schlafen, morgens nochmal neu den Rechner hochfahren und nochmal neu angucken. Und ich schwöre, ein E-Mail wird anders beantwortet. Das ist so. Ja, aber du hast ja selbst in so einer Krise schon gesteckt, ne? Also erstmal zu dieser Erkenntnis zu kommen, stelle ich mir mega schwer vor, weil du bekommst halt nun gerade mal diesen Batzen an Arbeit und du kannst dich ja schlecht zurückziehen, weil du sagst so, ey, ich bin hier Chef, das Ding muss laufen. Ja, das stimmt, aber ich glaube, auch hier spielt das Ego uns einen Streich.
Natürlich wollen wir als Chef gerne gebraucht werden. Also wir möchten gerne die Helden sein. Wir wollen die Welt retten. Wir wollen, ne, nur noch mal kurz die Mail checken und so. Ne? Und ich glaube, da steckt ganz viel Lüge drin. Das ist nicht so. Also natürlich, wenn das Haus brennt, musst du löschen. Da kannst du nicht erst hinsetzen und meditieren. Aber seien wir ganz ehrlich. Wenn wir einen Beziehungskonflikt haben mit unserem Partner, wenn wir ein Problem haben mit Mitarbeitern, wenn wir vor einer Kündigung stehen, wenn die Bank uns den Kredit nicht verlängern möchte. Das ist ja nichts, was ich in dieser Minute zu entscheiden habe. Das ist ja nichts, wo ich heute noch in dieser Sekunde darauf reagieren muss. So, ich habe immer die Freiheit zu sagen, Moment mal, ich hole jetzt mal Tiefluft, ich komme jetzt mal wieder in meine Kraft, ich spüre die Emotionen, die da sind, ich warte, bis sie abschwellen und das passiert irgendwann, das wissen wir auch alle. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und der Bodo Jansen hat mal in seinem Buch so schön geschrieben, Reflexion vor Aktion. Und das ist für mich fast so ein Leitmotto geworden für jede Krise. Komm mal wieder bei dir selber an, sei nicht bei dem anderen. Das ist ja auch, wenn man so im beziehungstherapeutischen Bereich, ich habe eine Coaching-Ausbildung ja auch mal gemacht für Beziehungsgeschichten. Wir sind immer beim anderen, wir sind immer draußen, wir sind immer bei unserem Partner und ne, wenn der Partner dies und jenes und das muss ich ihm auch nochmal sagen und ne, also wir sind immer und das kann man auch genauso auf der Firmenebene haben, ich bin immer beim Mitarbeiter, ich bin immer beim Chef, ich bin immer ne, so und die Wahrheit ist, dass uns das zu nichts führt, also die Wahrheit ist, wir müssen bei uns selber ankommen, die Wahrheit ist, wir sind selber unser Problem und wir müssen die Verantwortung dafür tragen. Und wenn eine Beziehung in einen Konflikt gerät, ist die erste Frage immer, was ist mein Teil daran? Und nicht, wenn der andere ein anderer Mensch wäre, wäre ich total glücklich. Das stimmt ja nicht. Das ist so, wie wenn man sagt, wenn ich nur die richtigen Mitarbeiter hätte, dann wäre ich total glücklich als Unternehmer. Das ist Quatsch. Die gibt's nicht. Das ist so. Am Ende ist die Frage immer danach, wo stehe ich in dieser Krise? Wie fühle ich mich? Wo ist mein Zentrum? Kann ich aus meiner Kraft handeln? Diese ganzen Fragen sind wichtig. Okay. Na, welche Botschaft würdest du den Unternehmern dieser Erde mitgeben, so ganz aus dem Bauch heraus? Seid das, welchen Titel ihr auch tragt, Unternehmer, unternehmt was. Also ich glaube, was diese Welt dringend braucht, sind mehr Unternehmer. Und zweitens, Unternehmer sollten den Mut haben, sich mehr zu zeigen. Also ich weiß, dass das schwer ist, weil den Unternehmer, den ich kenne, die sind immer ein bisschen öffentlichkeitsscheu. Betrifft ja auch immer, wenn man sagt, Vollversammlung, wir suchen neue Mitglieder. Aber meine Botschaft ist, zeigt euch, erzählt eure Geschichte, geht da raus, unternehmt was, weil das, was diese Welt wirklich besser macht, sind am Ende Leute, die was tun. Also ich glaube, dass wir aufpassen müssen, ich sage jetzt mal so, das Unternehmer sein, das bedeutet ja nicht nur, dass man ein Unternehmen hat, sondern es kann auch eine Bürgerinitiative sein oder was auch immer, die man steuert, bekommt langsam einen schlechten Einfluss, weil alle Leute reden immer darüber, was andere gerne tun sollten. Die Regierung sollte was tun, der sollte was tun, jener sollte was tun. Ich will jetzt nicht von dem Klimakram anfangen, aber am Ende sind Forderungen stellen eine ziemlich schwache Art und Weise, die Welt zu verbessern. Das, was ich wirklich respektiere, immer, selbst wenn Leute nicht, wenn ich mit Leuten nicht einer Meinung bin, ist, wenn sie etwas tun. So, und diesen Kerngedanken müssen wir wieder stärken in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da haben Unternehmer eine gesellschaftliche Verantwortung in jedem Standort, ob in Cottbus oder Brümmerförde oder Stade oder sonst irgendwo, zu sagen, hier sind wir und wir tun etwas. So, und wir haben eine Verantwortung, die ist gesellschaftlich. Und die hat was mit Menschen zu tun. Und das bedeutet nicht Bällebad, dass wir uns nicht falsch verstehen. Also ich bin voll strikt gegen Bällebad-Nummern nach dem Motto, wir packen jetzt irgendwie alles in Watte und haben uns alle lieb. Das ist totaler Quatsch, das hilft niemandem. Manchmal gehört es dazu, dass auch Schmerz und Krise zu einem Wachstumsprozess dazugehören. Aber diese Ehrlichkeit wieder zu haben, dazu zu stehen, das ist, glaube ich, der flammende Appell, den ich wahrscheinlich auch auf der Veranstaltung von mir geben werde. Also ist auch so ein bisschen dein Lebensmotto, oder? Naja, ja, ich glaube, also es gibt so eine Geschichte, die ich ab und zu mal auf meinen Vorträgen auch immer gerne erzähle. Das ist eigentlich eine sehr private Geschichte, steht auch in meinem Buch drin. Mein Großvater, den ich sehr, sehr schätze und bewundere, der bei den Nazis im Knast war, weil er Sozialist und Kommunist war und so Riesengeschichte drumherum, aber unsere Firma war geschlossen in der Zeit. Und mein Großvater hätte wirklich alle Gründe gehabt, in seinem Leben x-mal aufzugeben.
Wirklich, und zwar weit mehr, als wir es hier in unserer Gesellschaft auch nur ansatzweise uns vorstellen können. Also, ihr gründet eine Firma, die Nazis machen seine Firma dicht, stecken in den Knast, er hat zwei kleine Kinder, die wissen nicht wohin, die Oma zieht dann weiß ich wohin. Alles, Riesengeschichte. Wenn mein Großvater an irgendeiner Stelle in seinem Leben gesagt hätte, weißt du was, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, ich gebe auf, das ist totaler Scheiß, das geht alles schief, dann würde ich hier heute nicht sitzen, dieses Interview machen. So, und deswegen glaube ich manchmal, wir tun auch nur so, als wenn wir wirklich Probleme hätten. Also manchmal glaube ich, wir haben immer weniger Probleme, unter den wenigen Problemen leiden wir aber immer mehr. Und tun dann so, als hätten wir da Riesendinge. Mein Großvater hat ein ganz anderes Leben gehabt. Und es gibt eben diese Geschichte, dass mein Großvater ist weit über 90. Und ich muss sagen, ich habe ihn besucht dann im Krankenhaus, als er ins Krankenhaus kam. Und ich hatte echt Angst, dass er bettlägerig wird. Weil er war immer aktiv in seinem Leben und hat immer alles selbst gemacht. Hat bis vor kurzem zu seinem Tod noch Auto gefahren. Und er lag dann da in diesem Bett und war relativ schwach. Und ich habe immer nur gedacht, oh, wenn das mal gut geht. Und dann rief er mich zu sich und sagte zu mir, mach weiter so. Punkt. Mehr konnte er nicht sagen. Er war relativ schwach zu dem Zeitpunkt. Seine Stimme konnte ich kaum verstehen. Ich musste sehr nah an ihn reinkommen. Und einen Tag später ist er verstorben. Das waren die letzten Worte meines Großvaters an mich, mach weiter so. Und ich habe da lange, lange drüber nachgedacht. Und das ist schon so ein bisschen, das klingt vielleicht ein bisschen spirituell, aber ich glaube schon, dass das sowas wie so ein Vermächtnis war, was er mir wieder auf den Weg gegeben hat. Nämlich zu sagen, mach weiter so. So, ja, man kann scheitern, die Nazis können einen in den Knast stecken, mach einfach weiter. So, und ich glaube, das ist schon etwas, was wir manchmal wieder neu lernen dürfen in unserer Gesellschaft, die sehr auf Sicherheit basiert, wo man sehr auf andere Menschen guckt. Also mein Großvater hat sich auch nicht hingestellt, hat gesagt, ja, aber jetzt nach dem Krieg, ich muss meine Firma neu aufbauen, wer hilft mir? Sondern er hat gesagt, ich mach's jetzt. Irgendeiner muss es ja tun, also tue ich's. So, und ich glaube, das ist schon so etwas, weshalb ich ihn bewundert habe und was ich versucht habe, auch mit seinem Motto, mach weiter so, immer so ein bisschen ein Stück zu übernehmen. Ja, das ist nicht einfach. Auch wir haben hier gerade ganz schwierige Sachen zu umschiffen in unserer Firma. Aber was soll's? Ich meine, mein Großvater war bei den Nazis im Knast. Hallo, ich meine, da haben wir wirklich eine nette Zeit im Moment. Echt, also ja, ganz liebe Grüße. Hi Enrico, ganz liebe Grüße. Hast du noch eine Frage, Enrico? Dann am 15.11. ganz viel. Alles klar, ihr beiden. Dann liebe Grüße, vielen Dank euch. Ciao. Aber eins kann ich da aus dieser ganzen Reise mit Autorität sagen, es gibt keinen Zauberstab.